Promi Deluxe News der Tag. Blitzschnell und top aktuell, euer täglicher Newsflash aus der Welt der Celebrities. Die heißesten Promi-News direkt auf deine Ohren. Fünf Finalistinnen und Finalisten gingen in die letzte Folge der aktuellen Promi Big Brother Staffel, aber nur eine verließ als Gewinnerin den TV-Container. Jelis Kotsch gewinnt die diesjährige Staffel und sichert sich die 100.000 Euro Preisgeld. Die Reality-TV-Teilnehmerin konnte sich im Finale knapp gegen Social-Media-Größe Marco Strecker durchsetzen. Zumindest für ihn hat die Geheimniskrämerei endlich ein Ende. Schauspieler Heinz Hönig wird in der nächsten RTL-Dschungelcamp-Ausgabe mit von der Partie sein. Dies bestätigte der Sender RTL heute via Social Media. Hönig selbst sagte zu seiner Teilnahme: "Sowas wie Dschungelcamp habe ich noch nie gemacht. Das ist eine Herausforderung, da bin ich scharf drauf. Und deswegen gehe ich da auch hin." Punkt. Prinz Harry kämpft weiter gegen die Weigerung des britischen Innenministeriums, ihm bei Besuchen in seinem Heimatland Polizeischutz zu gewähren. Das Gericht soll klären, ob die Entscheidung des zuständigen Ausschusses, der dem abtrünnigen Royal sein Recht auf Schutz entzog, vom Königshaus beeinflusst war. Moderator Thomas Gottschalk möchte den Streit mit Rapperin Shirin David in seiner letzten Ausgabe der Samstagabendshow Wetten, das nicht unkommentiert auf sich sitzen lassen. Und so stellt er in der neuesten Folge seines Podcasts Supernasen klar: "Ich habe wirklich überhaupt nichts gegen Influencer. Die arbeiten hart für ihre Kohle. Die arbeiten da 20 Stunden in ihr Gerät rein." Marco Schreil hört zum Jahresende beim RTL Morgenmagazin auf. Der Sender bestätigte Gerüchte, nach denen der Vertrag des ehemaligen DSDS-Moderatoren nicht verlängert wird. Ein Nachfolger für ihn steht mit Jan-Malte Andresen auch schon fest. Zum ersten Mal nach seiner schweren Erkrankung im April 2023 meldet sich Jamie Foxx in der Öffentlichkeit zurück. Der Oscar-Preisträger kam am Montag überraschend bei einer Preisverleihung auf die Bühne. Bei der Vergabe der Celebration of Black Cinema Awards wurde er mit einem Preis ausgezeichnet. Sängerin Billie Eilish hat dem US-Unterhaltungsmagazin Variety vorgeworfen, sie geoutet zu haben. "Danke Variety für meinen Award und auch dafür, dass ihr mich um 11 Uhr morgens auf einem roten Teppich geoutet habt, anstatt über irgendetwas anderes zu reden, das wichtig ist. Ich mag Jungs und Mädchen, lasst mich damit in Ruhe. Bitte wirklich. Wen kümmert es?" So die Sängerin in einem Instagram-Beitrag. Nach einer Infektion musste Jamie Spears ein Bein amputiert werden. Das US-Portal TMZ zitiert eine Quelle mit den Worten: "Jamie hatte eine massive Infektion in einem seiner Beine, die ihn wochenlang ins Krankenhaus zwang. Er hatte 5 erfolglose Operationen, um die Infektion einzudämmen, und die Ärzte entschieden, dass die einzige Lösung eine Amputation ist." Zuletzt hat Amira Pocher in ihrem Podcast verraten, dass ihr der öffentliche Wirbel um die Trennung von Oliver Pocher gesundheitlich nicht gut tue und sie sich sozial zurückgezogen habe. In der neuen Folge geht es im Gespräch mit ihrem Bruder Hima um eine weitere große Herausforderung, vor der sie aktuell steht. Dass sie durch die Trennung ihre beiden Kinder jetzt nicht mehr jeden Tag sehen könne, sei wie eine Schocktherapie, so Amira. Für weitere spannende Promi-Updates besucht uns unter www.promi-deluxe.de und abonniert unseren YouTube-Kanal. Viel Spaß und bis morgen wieder, hier bei Promi Deluxe News der Tag.